Hallo und herzlich willkommen zu einem liegenden Hans-Peter. Er hat gemeint, er müsste mal wieder hier gucken, wer der Stärkere ist. Frontlader for win. Warte, komm, ich helfe dir wieder auf die Beine. Nee, ich schaff das alleine. Gut, tschüss. Das hast du schon geschafft. Auch ohne dich, starker MF-Kappa. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hof Bergmann auf der Hof Bergmann Map. Wer echt? Hat's gedacht? Wir haben jetzt gestern die Treibhäuser ein bisschen befüllt. Viel Mist hat man nicht. Das ist richtig. Und das werden jetzt mal schlafen, oder? Das kann ich bezeugen, ja. Gut. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie mehr Produktion in Betrieb haben, dass wir mehr Geld kriegen. Auto. Hat sich jetzt noch das Auto umgeschmissen, oder was? Oh. Sail. Dann gehe ich mal schnell schlafen. Ja, noch 6 Stündchen. Schon. Oder 7. Machen wir 7. Oder 8. Doch. Wow, jetzt hänge ich an der Mauer. Das mache ich. So, du gehst Käse holen. Den können wir dann gleich bei den Dings da reinballern. Oh, dann hol ich mal, mache ich die Eier in den Laden. Oh, das sind 2 Pakete. Na. Ja. Ich drück mal jetzt. Also unser Hofladen hat schon ein bisschen was an Geld gebracht. Ja. Warte mal, macht's gerade Sinn, Eier zu verkaufen? Käse ist bei 3,7. Eier ist immer noch bei 6. Im Hofladen. Von dem her. Machen wir das einfach mal. So. Mein Käse. So, ich muss den zweiten Karton. Käse, 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 Käse. Bist du endlich da mit dem Käse, oder? Wie viel Käse sind es denn inzwischen? Es sind jetzt 6, 9, 10. Cool. Wo ist der Gato? Dann bringe ich den im Hofladen. Bei der Milch müsste der stehen, bei den Kühen. Dann mach gleich die Milch noch rein. Dann müsste ja auch wieder ein bisschen was da sein. 1400. Ja. Schafe. Stimmt, ach, den Schafen müssen wir auch mal gucken, ey, wie viel Wolle da schon rumliegt. Gehe ich gerade mal gucken. 2 Pakete, 2 volle Pakete stehen da. Das ist heute großer Verkaufstag. Wolle kriegen wir aber in den Hofladen nicht rein, oder? Ich sicher. Guck mal, ob ich die Palettengabel hier vorne dran krieg. Oder geht die nur an Gesundheit. Oder geht die nur an den Frontlader Kram und Kack dran? Was hast du gerade gesagt? Guck mal, jetzt. Ach, das ist doch Blödsinn, ey. Warum haben wir diesen Kramer noch? Dann verkaufe ich. Ach, jetzt plötzlich. Ja. Wenn er nicht nützt, ist halt so. Der ist so unnötig, finde ich. Ja, dann verkauf. Du bist ja anscheinend über rechts. Ha. Das diskutieren wir noch. Okay, für die Frontladerschaufel ist es schon besser. Der hat 300 Liter, wo er mehr fasst. Ja, wenn wir viel Mist haben, dann machen wir das sowieso mit Dings. Also weg damit, komm. Weg damit. Dick schön Eimern. Hä? Ich eimer noch die Milch da rein. Du eimerst noch.
Solange nicht eierst. Ja. Ich hab irgendwie... Alles gut. Oh, wir müssen Unkraut machen. Machst du? Feld ist voll mit Unkraut. Richtige Blumenwiese. Wirklich? Jo. Und da mit der Spritze ran oder kriegt man das mit dem Striegel weg? Problem. Das kriegen wir nicht mit dem Striegel weg. Safe? Safe. Schade. Ja. Probier's mal. Vielleicht geht's doch. Nee, geht nicht. Ich hab doch recht. Nee. Wie, jetzt nicht mehr? Jo, auf einmal nicht. Ich muss auch mal recht haben. Dann brauchen wir eine Feldspritze, ja? Ja. Und düngen ja. Muss man dann wahrscheinlich auch. Ja. Und wie gesagt, noch am in der Milch dran. Boah, nee, weißt du, was wir machen? Was? Wir entführen einfach den Dings da und stellen den zu den Schafen. Wen? Warte. Vom Händler, ja. Vom Händler, den Paletten, den Gabelstapler. Bisschen Wicht. Diebstahl. Bin ich zwar eine Weile unterwegs, aber wir brauchen keine keine Palettengabel mehr. Ich tucke mal los. Wicht. Ist voll praktisch. Ja. Auch immer die Menschen, die ohne Wendeschaltung fahren. Das sind die Besten. Die haben es richtig drauf. Ich hab's besser drauf. Ich hab's besser. Wir kaufen uns als nächstes nur noch Drehschäme. Warum? Nur so. To see who is the better one. Oh Gott, der kommt ja nicht mal den Berg hoch. 14, 13, 12. Was wollte ich jetzt machen? Striegeln. Nee, das geht nicht. Deine Feldspritze holen. Nee, das geht nicht. Eine Feldspritze holen? Nee. Können wir uns sogar eine kaufen? Nee. So, gleich geht's bergab, ey. Dann überschlägt sich der kleine Motor hier. Ich kann die Gülle schon mal nach ins Gülle-Lager fahren. Ja, schön. Wieder schon 3000 von. Warum macht der Tiger nicht Farm nicht einfach das Unkraut weg? Also ich verstehe den manchmal nicht. Falls du dich muten wolltest, man hat dich gehört. Ja, was? Man hat dich gehört. Was denn? Naja. Du weißt schon was. Ich wollte mich nicht muten, ich wollte, dass du das hörst. Ah. So, unser geklauter Gabelstapler ist gleich am Ziel. Alter, die Wolken sind draußen, aber irgendwie auch grauer als grau. Irgendwie. So. Ich weiß halt nicht, wo hier überall der Trigger sitzt. Bei den Wollpaletten, weißt du das? Nö. So, dann gucke ich mal, ob ich beide auf einmal krieg. Ajo. Dann haben wir jetzt 3300 Liter im Güllebecken. Das war jetzt das Wichtigste, was du tun musstest. Ja.
gut aus. So, ich stapel die mal hier in die Ecke. Das muss ich sehen, wie gestapelt. Guck mal nach dem Wollpreis. Hm, 1063. Für eine Wollpalette. Nee. Na klar. Ah, ja, doch. Sind ja 1000 Liter. Eine Wollpalette ist allerdings. Ist irgendwie grün. Oder einfach so der Preis? Einfach so. Sonst hätte ich schon dazu gesagt, Herr Baron. Okay. Also so. Ich gehe jetzt mal das Heu spaten. Mhm. So kann ich ja chillen in der Zeit. Nee, du kannst mit dem Sheepmaker drüber fahren. Ah ja, genau. Weil du ja offensichtlich keinen Bock hast, das Unkraut wegzumachen. Kann gar nicht sein. Wo ist denn den hingekommen? Mein F. Auf dem Müll. Da. Dann bringe ich deinen MF auch auf den Müll. Kannst du machen. Mach ich auch. Ich hab ja keinen. Dein Fans. Ach, erst so und dann so. Geht aber nicht hier. Ist ja immerhin besser als nichts. Wer vergisst denn hier andauernd die Sachen? Oh. Welche Sachen? Ja, rundum Leuchtelicht. Die ist nicht immer notwendig. Na klar, bei mir schon. Ja, dann musst du halt auch anmachen. Ich bin halt ordentlich. Soll ich das Rest des Heu, was hier noch drin ist, ja, drin gibt's lassen? Halt gleich raus. Was reingeht, geht rein bei den Schafen. Ja, hab ich schon. Ach, jetzt Pause machen. Unmöglich. Mit dieser Provokation. Hier ist noch nicht mal gewendet worden. Weil unser Wender zu groß ist. Können Sie den 1000-mal sagen? Da hinter dir ist noch. Vorne auch. Ich wette mit dir, du vergisst nachher da hinten das zu wenden. Das zu sammeln. Ja, genau. Ich fahr vor, dann mache ich das Tor zu. Oder halt nicht. Ist ja eine große Schwarte hier. Ist so wie nix. Dein Anhänger ist sowieso fast voll. Ne. Sieht aber so aus. 77%. Ne. Fakt ist, unsere Gewächshäuser produzieren schon mal. Und pro Stunde gehen 50 weg, hast du gesagt, gell? Mhm. Ne, pro 2 Stunden. Wir haben ja 2 Stunden geschlafen. Pro 2. Ja. Das heißt, für 24 Stunden brauchen sie 1200 Mist. Oh, ich habe hier schlecht geschwartet, ey. Ach, sind wir doch schon voll. Ich weiß, wo ich jetzt reinkippe. Zu den Kühen und danach ins Heulager. Ein guter Idee, den du da hast. Ein guter Idee? Ein guter Idee.
Kann es sein, dass du mich mobbst? Ich? Ja. Wie wird es geschrieben? Das hat nichts mit, wie es geschrieben ist, zu tun. Ja, wenn ich nicht mal weiß, wie es geschrieben wird, wie soll ich dich dann mobben? Mobbing. M-O-B-B-I-N-G. Ich glaube, du mobbst mich. Du hast gesagt, du mobbst. Du betreibst Mobbing. Ich habe nicht gesagt, dass du es betreibst. Ich habe nur gesagt, dass du mich mobbst. Ich weiß ja nicht mal, wie das geschrieben wird. Dein Kack, Ern. Ich bin hier nur am Gras schwaden und jetzt heißt es, ich würde dich mobben. Nur am Gras schwaden. Ja klar, was anderes kann ich ja nicht. Ja, stimmt. Mit deinen Kräften. Entlassung steht vor der Tür. Nee, hab zu viel zu tun. Heute nicht. Ja, hast ja eh keine Kraft. Oh, Zeit auf eins. Weil du Zeit auf eins gemacht hast. Ajo. Ajo. Alter, die NCS-Musik geht gerade bei mir übelst ab. Ja, ja. Alles klar. Aber sonst geht's da gut, gell? Ja. Und dir? Hey, was? Na, sind wir doch schon voll. Du bist voll. Na, sind wir doch schon voll. Ich meine dich. Du warst voll und dein Anhänger war voll. Ich meine was anderes. Ha, ha, ha. Was? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Das ist eine doofe Folge, aber so richtig. Ist nicht dein Gott. Bin ich gut. Soll ich jetzt traurig sein? Ja. Also um ehrlich zu sein, mir völlig egal. Ehrlich zu sein, du musst rausfahren und mach das Tor zu. Ja, sagt der vorhin da gestanden ist und gesagt hat, ich mach dann das Tor zu, wenn du drin bist. Leute, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Morgen werde ich mich um den Pflanzenschutz hier kümmern, weil der Tigerfarm ist ja nur zur der Hälfte seiner Arbeiten geeignet. Haut rein. Haut rein, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.